Polymer ist ein Recyclingprojekt von uns, wo wir ganz viele Plastikdeckel sammeln, die hier schreddern und die dann später zu anderen neuen Produkten zusammengeschmolzen werden. Ja, wir können hier einmal rumgehen und dann zeige ich dir mal alle Arbeitsschritte. Hier ist zum Beispiel Vanessa. Vanessa schraubt die Deckel von den Flaschen ab und packt sie dann erstmal in Kisten. Ja, hier ist Brigitte. Brigitte scannt hier gerade mit unserem Scanner die Deckel und da kann man scannen, ob die PE oder PP sind. Das zeigt er dann hier an und dann sortiert sie das auch, je nachdem, in eine Kiste. Ne, Brigitte? Bin noch nie gefilmt worden, deswegen. Das ist eine Premiere für dich. Ich habe schon ein YouTube-Video, das ist mein zweites jetzt. Polymer ist entstanden daraus, dass wir immer wieder auch auf Suche sind nach Arbeiten, die Menschen mitmachen können. Daraus ist Polymer dann entstanden, eine Kooperation mit TU Harburg, Precious Plastic und dann auch noch dem Hofer Lab. Roman Lorenz hat dann zusammen mit uns ein Projekt gemacht, das über die Stadt Hamburg Klimafonds unterstützt wurde. Wir haben Gelder von der Stadt bekommen dafür, dass wir ein inklusives Recyclingprojekt aufgemacht haben. Hier haben wir Birgit. Birgit sortiert die ganze Zeit Deckel nach Farben. Das macht sie super gerne. Und mit einer super Ausdauer. Wir sind immer ganz begeistert. Na, du bist manchmal so schnell, dass wir kaum noch irgendwie Deckel für dich zum Sortieren haben, ne? Das sind hier Beschäftigte, die haben hier richtig ihren Arbeitsplatz. Also es sind nicht Gäste, sondern sie arbeiten hier. Und die haben eigentlich sofort sehr gut reagiert. Sehr unterschiedlich. Es gibt auch Menschen, die überhaupt kein Interesse daran haben. Die müssen das ja auch nicht machen, sondern im Grunde haben die sich auch gegenseitig damit angesteckt, zu sehen, oh, die machen das und will ich auch machen. Und ja, es macht vielen Spaß. Es ist ziemlich schnell gegangen, dass es ihnen Spaß gemacht hat. Und das hat uns natürlich auch motiviert, als Assistentin von den Beschäftigten zu sagen, ja, da kann es weitergehen. Hier haben wir Anina und Martin. Anina sortiert hier auch gerade Deckel nach Farben. Und Martin hält ihr die Deckel hin. Und Anina guckt dann mit ihren Augen, zeigt sie dann, wo die Deckel hin sollen. Mittlerweile ist das so groß geworden. Wir mussten in Covid, in den Pandemiezeiten eben wieder zurück in die Tagesstätte. Und immer mehr Beschäftigte in der Tagesstätte haben Lust bekommen, auch mitzumachen, sodass fast in allen Gruppen Menschen sind, die Lust haben, zu sortieren, zu schreddern, zu sammeln. Es gibt immer mehr Menschen und Organisationen, die für uns Deckel sammeln. Mit Brille. So, hier haben wir Jolan. Jolan sitzt hier an unserem Schredder. Den mach ich jetzt mal an. Jolan, den machst du an. Der ist ziemlich laut. Und da kann Jolan dann, ne? Hier haben wir die Deckel sind schon sortiert. Alles PE. Und Jolan kann die jetzt da reinschmeißen. Und dann werden die da schön geschreddert. Ich mach auch schon Geräusche. Das finden manche Klienten auch gut. So, dann kannst du mal zeigen, da unten, ne? Da unten kommt dann das geschredderte Material raus, unsere Flakes. So, dann mach noch mal aus. Guck mal, jetzt kannst du unten einmal die Kiste rausholen. Ne? Kannst du einmal den hochmachen? Mal ein bisschen wackeln. Ja, guck mal. Einmal. So. Du kannst das mal zeigen. So, kannst du ruhig mal zeigen. Ja. Das sind dann hier die fertigen Flakes. Die saugen wir dann mit dem Staubsauger, weil ne, die sind immer
dass irgendwann ist das voll, dann muss man es nicht mehr abmachen, wenn wir hier so eine ganze große Kiste am Tag schreddern, kann man das schön einsaugen und die Staubsauger nachher auskippen. Also wir haben die Workshops hier gemacht mit den Beschäftigten, damit eigentlich ein Bewusstsein entstehen kann, was ist Plastikrecycling, was bedeutet das für die Welt, wenn wir Plastik recyceln und was können wir, was kann jeder Mensch dafür tun, dass nachhaltig das Plastik wiederverwendet werden kann. Und wir hoffen ganz doll, dass wir weitermachen können.